Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar Videos. Kommen wir zum Tagesthema. Heute das Tagesthema FunMove. FunMove, das iPhone auf Rädern, wie es genannt wird, hat allerdings so ein paar kleine Mankos. Und diese kleinen Mankos sind im Service. Also es gibt, wenn ich meine Videos anschaue, viele Leute, die sich sehr für dieses Fahrrad interessieren. Ich habe das ja bestellt. Am 29. September soll es bei mir soweit sein, dass das Fahrrad dann da ist. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das Fahrrad im Vergleich zu meinem Ampler sich fährt, weil das werde ich natürlich testen und werde euch berichten, wie das eine Fahrrad, wie das andere Fahrrad sich verhält beim Fahren und welches Fahrrad ich, wenn ich jetzt die beiden denn etwas mehr fahre, bevorzugen würde, wobei das eine Fahrrad, nämlich mein FunMove, soll ja mit nach Prag und dort möchte ich das ja an sich dann nutzen. Ja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sieht das denn jetzt aus mit FunMove? Ja, da habe ich eine Mail bekommen und in dieser Mail wurde mir angekündigt, dass der Service wesentlich ausgebaut wird, wesentlich verbessert werden soll, einfache Wartungstermine zu vereinbaren und so weiter. Ich denke nur, ich werde ein Problem haben, wenn ich mein Fahrrad in Prag habe. Ich glaube schon, dass in Deutschland diese ganze Sache wesentlich verbessert wird, aber speziell in Prag glaube ich nicht unbedingt, dass auch dort das verbessert wird. Man wird sich jetzt fokussieren auf Deutschland, weil Deutschland der größte Markt für FunMove ist und auch auf die anderen großen Märkte, die Hotspots in den USA, dass man dort eine Verbesserung hinbekommt. FunMove hat dafür eine weitere Runde gemacht, um Geld einzusammeln und hat 34 Millionen Euro eingesammelt bei Finanzgebern, um eben diese Möglichkeit der Expansion zu beschleunigen, weil man aus Eigenkapital natürlich langsamer wachsen kann, als wenn man Fremdkapital dazu nimmt, sind jetzt eben nochmal diese 34 Millionen eingesammelt worden. Und da sind große Partner wie Venture Partners, also Nordwest Venture Partners, Felix Capital, Balaton Capital, also so große Investorenringe genutzt worden, um das Geld eben dazu zu bringen. Das soll natürlich dazu führen, dass man seine Marktanteile stabilisieren kann und eben auch noch weiter ausbauen kann und die nächste Milliarde Fahrer auf Fahrrädern zu bekommen. Also das ist eine nette Aussage, aber ich glaube doch reichlich übertrieben. Eine Milliarde ist schon eine Hausnummer. Grundsätzlich gesehen hat aber natürlich gerade die Corona-Krise bei Fortbewegungsmitteln, die nicht in Masse sind, wie Bahn und Bus und so weiter, dazu geführt, dass Fahrräder, Motorroller und so weiter einen besseren Absatzmarkt noch gekriegt haben, weil die Menschen lieber für sich auf ein Gefährt sitzen wollen, ganz bestimmt auch mit dem Auto fahren wollen, aber wenn man jetzt in Innenstädte hineinfährt, ist natürlich immer das Parkplatzproblem eines der großen zentralen Themen. Man findet schwierig irgendwo was, wo man sein Fahrzeug abstellen kann, weil das eben viel Raum einnimmt. Hingegen ein Fahrrad oder ein kleiner Motorroller, zum Motorroller komme ich nächste Woche. Auf jeden Fall ist es so, dass man da natürlich besser sein Fahrzeug abstellen kann. Und mit einem elektrischen Antrieb ist es gleichzeitig so, dass man nicht ganz so ins Schwitzen kommt, wenn man unterwegs ist. Man kann trotzdem schnell von A nach B kommen und hat an sich bequemes Fahren. Man kann die Fahrstufen runterstellen, wenn man selber mehr für sich tun will. Oder man fährt einfach über den Punkt herüber, wo das Fahrrad nicht mehr unterstützt. Das geht natürlich auch, was ich häufiger mit meinem Fahrrad mache, dass ich eben über die 25, 26 rüberfahre und dann die Unterstützung damit abgeschaltet wird, weil das eben nur bis zu dem Grad unterstützt werden darf in Deutschland. Auch hierzu wieder, wie bei allen Themen, bin ich der Meinung, sollte man die
Unterstützung, so wie in Amerika, auf jeden Fall über 30 Stundenkilometer zulassen. Ich denke, das wäre eine sinnvolle Erweiterung. Dadurch würden die Fahrräder insgesamt auch schneller werden und man könnte eben damit auch größere Strecken dann überwinden. Und wenn sie bei 25 sind, ist man natürlich begrenzt, so auf, ja, 15 Kilometer oder sowas. Wenn man bei 30 ist, kann man schon fast sagen, kann man eine 20 Kilometer Strecke ganz gut mit so einem Fahrrad dann meistern. Daher bin ich dafür, dass man eben diese Elektrofahrräder, dass man denen die Begrenzung auf von 25 auf 32, so wie in Amerika, zulässt. Wenn wir uns jetzt angucken, ja, was hat denn so VanMoof in der letzten Zeit in der Entwicklung gemacht, dann ist alleine in Deutschland ein 323-prozentiger Wachstumsschub gewesen gegenüber dem Vorjahr. Nun ist es natürlich so, dass S2 war zwar schon populär bei vielen, aber noch nicht so bekannt. Und man muss wirklich feststellen, dass natürlich, wenn man heutzutage den Namen VanMoof sagt, ich denke mal, so 20-50% der Menschen diesen Namen kennen und etwas damit verbinden können, was ich vor einem Jahr noch gar nicht gemacht hätte. Das ist einfach so. Ich habe mich natürlich jetzt auch mehr für Elektrofahrräder interessiert, weil man eben in dieser Corona-Krise doch Homeoffice und so weiter macht und man sich dann mehr mit Sachen vielleicht auch mal beschäftigen kann, was man sonst nicht macht. Und die Werbung von VanMoof ist relativ aggressiv, wenn man sich anschaut, wie häufig man bei Videos, die man sich bei YouTube anguckt, eine VanMoof-Werbung sieht, ist das schon sehr häufig. Das Ampler ist meistens als kleine, ja, die haben so kleine Spots in der Liste drin, dass man sieht, aha, Ampler, Fahrrad, aber man hat da diese aktive Werbung, die VanMoof eben als Vorspann vor den YouTube-Videos hat. Das ist wirklich schon relativ stark, was da kommt. Wenn man guckt, ich habe mein Fahrrad am 5. Juli bestellt und bekomme das jetzt am 29. September, ist die Lieferzeit relativ lang. Beim Ampler sind das gerade mal 2 Wochen, dann ist das Fahrrad da. Da kann man auch sehen, wie groß die Nachfrage ist. Und VanMoof hat ja extra eine eigene Produktion aufgebaut, wo drin sie die S3 bauen. Ich bin sowieso gespannt. Ich denke, dass VanMoof auch ein neues Modell im neuen Modelljahr vielleicht herausbringt und Anpassungen macht. Und dieses Modell ja dann weiter als S4 oder so etwas bezeichnet. Aber es kann natürlich auch sein, dass man das S3 noch ein weiteres Jahr in dem Verkauf normal drin lässt und sich darauf wirklich fokussiert, den Service zu verbessern. Denn wenn Kunden unzufrieden sind mit dem Service, werden sie ein zweites Fahrrad nicht kaufen. Kriegt man das hin, dass man zufriedene Kunden hat, dann würde man auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass in Zukunft Leute eben so ein Fahrrad kaufen. Und da ist die größte Manko im Moment bei dem VanMoof. Das Fahrrad, ich habe das jetzt nur mit Probe gefahren, gibt es ja auch das Video von, und ist an sich sehr gut zu fahren. Also ich fand das sehr bequem, fand das also sehr nett zu fahren. Der Frontmotor hatte mich damals da nicht so gestört, aber ich habe eben jetzt auch den besseren Vergleich mit dem Heckmotor. Es gibt ja dann noch die Mittelmotoren, die dann hauptsächlich Bosch, Shimano und so weiter, die haben ja häufig Mittelmotoren angeboten. Aber hier bei diesem Fahrrad ist das eben ein Frontmotor, der einen hilft, voranzukommen. Um eben auch mehr Leute in Kontakt zu bringen, braucht man natürlich auch irgendwie Niederlassungen oder Events oder irgendetwas, was man macht. Und da ist es so, dass das VanMoof eben, wenn man sich da anguckt, so an Hotspots wie in Hamburg, wie in Köln und so weiter, da gibt es verschiedene Plätze, die kurzfristig dann besetzt sind, wo man Testfahrten machen kann. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn er sich ein Fahrrad holt, dass er doch mal eine Testfahrt macht. Ich hatte ja damals geguckt zwischen den Cowboy, dem Ampler und den VanMoof und habe mich dann für das Ampler entschieden, weil einfach dieser Heckantrieb klasse war.
und das Fahrrad eben als Komplettfahrrad mit Gepäckträger und so weiter ausgerüstet war, hatte ich mir das Amplad angeholt, Amplad auch. Aber das Funmove hat natürlich so von der Form und von der Sache, wie das ist, mit dem gerade mit dem Turbo Boost, den das Fahrrad hat, hat das schon so einen besonderen Kick. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf, wenn man sich so ein Fahrrad holt, was auch so eine Besonderheit ist. Und speziell für Fahrten, die man dann zum Beruf hin macht, also beruflich unterwegs ist, denke ich, ist dieses Funmove an sich super gut. Auf Touren finde ich dieses Ampler vom Prinzip her sehr gut. Man kann auch mit dem Funmove natürlich Touren machen, aber ja, ich denke schon, dass Ampler Fahrrad ist so mehr für mich so ein Tourenrad, hingegen ist ist das Funmove mehr so dieses Pendelrad. Ne? Da kann man zack in die Stadt hinein und ja, das ist an sich recht gut. Aber ich glaube, beide Fahrräder eignen sich für beide Sachen sehr gut. Bei dem Cowboy, da habe ich ja so ein bisschen das getestet, das ist mir zu sportlich. Also relativ straff, man hängt relativ weit vorne rüber. Bei dem Ampler ist das so ein Mittelding zwischen den beiden. Und das Funmove, da sitzt man mehr zurück. Das ist dieser holländische Style, das gemütliche Fahren, das Gleiten über den Asphalt, was sehr gut ist. Und mit dieser neuen Finanzrunde, denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Funmove den nächsten Schritt schafft. Wenn man jetzt Funmove mit Apple oder Tesla oder so etwas vergleichen möchte, was weit hergeholt ist, dann fehlt bei Funmove natürlich der Service. Und kann man natürlich sagen, ja, Tesla hat auch keinen großen Service. Das stimmt aber nicht. Also ich habe ja über Service bei Tesla berichtet und bin ganz bestimmt nicht hundertprozentig zufrieden. Trotzdem gibt es natürlich einen gewissen Basisservice bei Tesla, der ja vieles beheben kann. Allerdings ist bei Tesla natürlich noch eine Lücke. Ein absolutes Musterbeispiel für Service ist Apple. Es gibt keinen anderen Anbieter, der mir bekannt ist, der vom Service her und von der Ansprache, wie man rankommt, besser ist. Mit den großen Stores, da ist natürlich der Vorteil, wenn man in einer großen Stadt lebt, wo es so etwas gibt. Aber auch mit den direkten Calls, wo die zurückrufen und so weiter, das ist schon absolut top. Die Geräte sind auch sehr gut und die Preise sind verdammt teuer. Und bei dem Funmove ist es so, 2000 Euro für das Elektrorad ist in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann man sagen, da gibt es andere Fahrräder, die wesentlich teurer sind. Und vom Gewicht her mit diesen 19 Kilo ist das Fahrrad natürlich auch noch gut handelbar. Ich möchte das in den Keller bringen zum Laden, jetzt hier in Hamburg. Und möchte dann aber natürlich in Prag, da habe ich mit der Vermieterin vereinbart, dass ich da die Möglichkeit habe, das in der Garage zu laden und unterzustellen. Also insofern, auf jeden Fall ist das natürlich, weil der Akku ja verbaut ist, das wichtig, dass man das Fahrrad noch gut handeln kann. Wenn man ein Riese und Müller nimmt, was ein tolles Fahrrad ist, die Dinger sind natürlich alle schon 25, 26 Kilo schwer. Und das ist, das sind nur ein paar Kilo mehr, aber das ist dann schon richtig ein Unterschied zum Gewicht. Daher, wenn es Funmove schafft, einen Service zu bringen, der zumindest sich um 300% verbessert, denn der Service, der momentan da ist, ist nicht so richtig existent. Wenn da sich der Service also jetzt wirklich verbessert und damit man bessere Ansprache kriegt, wenn man eine Wartung haben möchte, eine Wartung bestellen kann und so weiter und so fort, dann glaube ich, kann Funmove wirklich den Schritt schaffen ins nächste Level, kann seine Anzahl der Fahrräder verkaufen, also noch mehr Fahrräder verkaufen und kann eben wirklich zu einem Großanbieter von Fahrrädern werden. Ohne Modellwechsel wird das allerdings schwierig werden, weil gerade die Leute, die jetzt sich so ein Funmove geholt haben oder im Großteil, hat das Kapital, eben sich so ein Fahrrad zu holen. Und würde dann, wie bei Apple-Produkten, sich vielleicht ein Upgrade kaufen. Damit würde das gebrauchte
Fahrrad in den Gebrauchtmarkt reinkommen und sich Leute, die eben nicht so ein Kapital haben, über den Weg die Fahrräder weitergegeben werden. Aber auch da muss natürlich der Service stimmen. Das heißt, wenn jemand ein gebrauchtes Fahrrad sich gekauft hat, muss er weiterhin den super Service kriegen, damit eben die Gebrauchtfahrräder auch den Wert haben, damit der Vorbesitzer eben einen vernünftigen Preis dafür kriegen kann und derjenige, der es dann geholt hat, auch wieder zufrieden ist und vielleicht das nächste Mal sich sogar ein neues Fahrrad kauft. Ja, daher ist das eine super Entwicklung mit dieser Finanzspritze für VanMoof. Bringt uns allen, die einen VanMoof haben, hoffentlich einen wesentlich besseren Service, was grundsätzlich wichtig wäre, um eben einfach die Gesamtzufriedenheit und auch so ein Wert wie so ein Rad eben langfristig auch als zu benutzen. Daher ist es einfach sehr gut, dass da VanMoof jetzt den Fokus drauf legt. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.